belacht ist am Leben. Ich mach mich für dich zum Clown, damit deine Lippen sich bewegen. Setz ich die rote Nase auf, ich blamier mich für dich. Ich rede die ganze Zeit und das hat nicht aufgenommen. Fuck! Ich muss jetzt meine Kamera laden. Und später geht's noch einmal los. Erzähle ich alles noch einmal. Ja, das ist eine geile Einleitung. Herzlich willkommen bei meinem Video. Ihr werdet heute mein Handy kennenlernen. Ja, wie ihr jetzt seht, habe ich mein Handy eingeschaltet. Jetzt seht ihr meinen Hintergrund und natürlich das Wetter. Days Left ist eine geile App, weil da könnt ihr euch alles eintragen, was ihr wollt. Ja. So, jetzt entsperren wir mein Handy mal. So, meine Lieben. Das kennt jeder. E-Mail, Safari, Notizen, blabliblub. Ja? Facebook hat jeder, Twitter hat fast jeder. Ich habe die App zwar oben, aber mich interessiert es nicht. Dann hat jeder iTunes, App Store und will haben, ist ein Flohmarkt. Also App Store und so hat nicht jeder, wenn er kein iPhone hat. Das ist aber logisch. So, dann Nachrichten, Einstellungen, Fotos, Kamera, Kalender, Rechner und Wisch. Da habe ich euch ja ein Video gemacht dazu, ein kleines. Und wie ihr seht, kommen da viele Sachen und so weiter und so fort. Aber das Coole, ja, kommt immer was Neues. Da können wir meine Bestellungen mal kurz reinschauen, was ich so bestellt habe. Das habe ich alles bestellt schon. Ganz viel. Masken und so weiter und so fort. Ist cool, die App. Und der Versand ist auch recht günstig, sage ich jetzt einmal. Ja. P-Tracker, App ist das. Und die ist sehr gut. Und eigentlich auch ziemlich gut und genau. Babak BSK ist eine Bank-App, die hat glaube ich jeder, halt für seine eigene Bank. Ja, WhatsApp kennt jeder. Wants ist ein Dating-App, aber ja. Warum nicht? Aber um das geht es ja heute nicht. Spuk, die App, da gehen wir jetzt hinein. Die kennt eh jeder. Jetzt geben wir mal da Canon ein. Jetzt seht ihr mein Problem. Ich will diese Kamera haben. Und sie kostet einfach scheiße viel. Ja, das ist sogar in Neunkirchen. Jo. Aber das teuerste 1400. Seht ihr das? 1400. What the fuck? Warum? Und das meiste ist in München. Warum so viel bitte? Warum kann es nicht weniger ausmachen? Und warum ist keine zur Verfügung in Wien? Wie? So nicht. Ja, jetzt kommen wir schon zum
Interessanten, meine Damen und Herren. Clips, Videos da, liebe Blüte, Eva Blüte. Videos da, ist ganz lustig, schauen wir mal. Okay, ihr seht da jetzt nicht viel oder ein bisschen was. Schauen wir mal, gehen wir da noch mal drauf. Ich will das jetzt bearbeiten. Okay, seht ihr das ungefähr? Man kann da viele Sachen machen und so weiter und so fort und bla bla bla. So schaut das aus. Ist das cool? Ja, damit baue ich ab und zu mal Fotos, wenn mir fad ist. Und ja, YouTube kennt jeder. Oder? Pocket und ja. Was habe ich da noch? Mit PixArt ändere ich meine Bilder und ich versuche jetzt seit neuestem auch meine Bilder für meine Videos zu machen mit denen. Die tue ich vor in Canva bearbeiten mit dem Hintergrund, dass ich dass das ein bisschen zusammenpasst mit meinem Hintergrund. Und ja, finde ich ganz gut. Pixabay ist eine App, wo du wirklich viele Bilder bekommst, die was du nicht bezahlen musst. Photomania ist auch eine ganz gute App. Typorama auch, aber die verwende ich jetzt nicht so viel. B612 ist ganz cool. Das ist ungefähr so wie Snapchat, wenn ihr euch das jetzt kurz mal anschauen könnt. Schauen wir, was es neu gibt. Machen wir das. Ist das nicht cool? Upsi. Ja, nicht umdrehen. Da kann man sich dann... Laden wir mal einen Luftballon ab. Schaut nicht gut aus, oder? Ja, es gibt wirklich viele. Ich meine, das ist das, was mir am besten gefällt, ist, glaube ich, das hier, oder? Ja. Mir gefällt das so gut. Ja, das war die B1612 App. So, dann habe ich hier noch Spiele. Das sind meine Spiele, die was ich... Okay, die hinteren spiele ich jetzt nicht so oft. Aber das Pokémon, ja, ich habe es oben, aber spiele jetzt nicht wirklich damit. Overdrive ist ein cooles Spiel. Da steuerst du die Autos mit dem Handy. Wortguru ist ein Spiel, das was ich mir jetzt vor ein, zwei Wochen runtergeladen habe. Und ja, so halt Spiele. Jetzt kommen die wichtigen Apps, ja. Facebook, Seite, WordPress, Blog, Loving, Google, Gmail, Brand, das hat Instagram, Snapchat. Ja, ich bin ja jetzt nicht so. Wer hat mich da gerade? Okay. So. Okay. So. Da habt ihr das Bild. Könnt ihr mich adden? Ja! So. Snapchat kennt eh jeder. Evernote, das ist eine gute App. Wenn mir jetzt so spontane Ideen einfallen für meinen Blog oder für YouTube, trage ich die hier ein und ich finde die eigentlich wirklich extrem gut. Ja, da seht ihr, was ich so alles gemacht habe oder bla bla blub. Finde ich wirklich cool. Was habe ich da hinten? Ja. Gruppen, wenn ich jetzt zum Beispiel vergessen habe, dass ich meine meinen Blogpost
in die Gruppen zu hauen, mache ich das einfach übers Handy. Dazu benutze ich dann die Notizen, weil da schreibe ich einen Text vor und dann spinne ich die Gruppen voll. Wer macht das nicht? Dann Boomerang, Layout, Flipboard und Bitmoji. Das gehört zu Snapchat dazu, wenn ich mich nicht täusche. Dann habe ich in Google Drive, der ist ganz wichtig, weil wenn ich Fotos habe für einen Blog oder was ich bearbeiten tue, haue ich mal alle da rein, lade sie am Handy, dann sichere ich sie am Handy und lasse sie dann wieder rauf, wenn ich sie fertig bearbeitet habe. Ja, dann Gesundheit, ist die logisch, Runtastic, Pedometer, Weight Watchers, da kann ich euch die App kurz zeigen, ist von Österreich. Da seht ihr, dass ich anscheinend meinen ersten Stern habe, den was ich noch nicht ganz habe. Da seht ihr dann, wie viele Punkte kann man sich alles abspeichern. Da gibt man die Kalorien rein, alles mögliche, und dann rechnet die App aus, wie viel das hat für 100, 200 oder whatever. Ja, so, ja, dann H&M und die Geschichten, die kennt eh jeder. Kindle habe ich mir auch raufgeladen, aus dem einfachen Grund, sollte mal mein Reader leer sein, dass ich trotzdem weiterlesen kann, wenn das Buch wirklich gut ist. Foto und Audio, was habe ich da? Ja, Quick ist ganz gut. Die verwende ich jetzt eigentlich alle nicht wirklich mehr. Your Moments verwende ich und Imikimi verwende ich, weil die haben wirklich gute Sachen. Dann ÖBB und blablablub Sachen, die was man halt so braucht, wenn wir unterwegs sind. Von meinen Spielen gibt es auch was. Okay, das eine kann ich schon löschen. Das interessiert eh keinen mehr. Controller, WoW, blablablub. Was gibt es da noch? Ja, TV habe ich hier, alles mögliche, ja, die Extras, die braucht eh keiner, das braucht auch keiner, das auch nicht. Aktion finde ich ganz gut. AirMaker ist auch gut, weil da gibt es coole Sachen. Ja, Minecraft habe ich nur, wenn mein Kind ein bisschen spielen möchte, weil er liebt dieses Spiel, ich hasse es. Das war eigentlich so mein Handy, das was ich euch mal vorstellen wollte, was ich so alles oben habe. Ich habe auch zum Beispiel, meine Musik kann ich euch auch vorstellen, meine Playlist, YouTube-Lieder, das sind die Lieder, die was ich so höre, wenn ich unterwegs bin zurzeit. Ja. Das sind die gemischten, die höre ich jetzt gerade eigentlich nicht wirklich. Das seht ihr auch mein Musikgeschmack. Ich stehe mir eher auf Schlager und ja, auch auf neuere, aber eher auf Schlager. Oder wie da, Dame, Tage des Glücks, das ist halt ein super Lied. Was kann ich euch noch zeigen? Ja, mein Handy mit Pop-Up-Sockel ist ein iPhone 7 Plus mit 256. Alle Fälle hat es über 200 GB Speicher. Mein Handy ist auch nicht voll. Also ich kann mit da noch so viele Apps raufladen oder whatever. Es wird einfach nicht voll. Ja, eingebildet habe ich es mal. Es ist genial. Ich liebe es.
ist halt mal so. Ja, das war mein Handy, was ich euch präsentieren wollte. Und ich habe jetzt für euch eine Aufgabe, weil ich möchte ein Duell machen. Wer lasst sich ein auf ein Duell? Nämlich bei der letzten App, was ihr hier seht, die Beat. Die Beat Favor. Ich mache euch das jetzt mal auf. So schaut das ungefähr aus. Na komm, lad. Vielleicht später. Brauchen wir jetzt nicht. Wer möchte damit machen? Ich mache jetzt ein kurzes Beispiel, ja, dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, was man da machen muss. Da muss man da halt annehmen, dann herausfordern und weiter geht's. So. Wie ihr schon seht, muss man da draufklicken. Und jetzt geht es los. Wer möchte da mit mir ein Duell machen? Wer traut sich und glaubt, wer kann mich besiegen? Ja, so kann man mich nicht besiegen, wenn ich das verpacke. Es ist ziemlich anstrengend, aber mit dem Popsockel geht das, ja, geht das wirklich gut. Anstatt so viel zu reden, sollte ich da mal weiterspielen. Ja, ja, die Kombination, die glaube ich, werde ich nicht schaffen, bis das Lied fertig ist, oder? Wer traut sich denn nicht anzutreten? Ich bin gespannt. Wir machen sich dann einen Termin aus oder so, keine Ahnung. Wir können das ja auch irgendwie live machen. Die Option hat ja und es ist schon wieder Game Over. Und ich schaff das nicht, das ist halt scheiße. Aber ich finde das gut. Erstens trainierst du dein Gedächtnis, glaube ich. Beziehungsweise deine Finger. Und es ist wirklich extrem cool, das Spiel. Also, wer traut sich gegen mich anzutreten? Der schreibt es sich in den Kommentaren. Und dann könnten wir das machen. Das war mein Handy. Ich werde eins oder zwei Apps mal vorstellen, die was mir generell wirklich gefallen. Nehme mich in den Fokus. Danke. Die was mir wirklich persönlich gut gefallen, die stelle ich euch irgendwann mal vor. Und dann sehen wir uns wieder. Du warst dabei bei meinen Handy-Vorstellung. Was hat mein Handy an sich? Oder so in der Art. Stell auch du dein Handy vor. Tschüss! Wenn du belachtest, dann lebe ich. Ich mach mich für dich zum Clown. Damit deine Lippen sich bewegen, setz ich die rote Nase.